Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf meinem Kanal, zu einer weiteren Warships-Runde hier auf meinem Kanal. Ihr werdet wieder zugetextet, freut euch drauf. Und zwar werde ich heute die Stahlschiffe durchgehen. Nachdem wir die Kohleschiffe durchgegangen sind, kommen jetzt die Stahlschiffe. One by one, würde ich mal sagen. Da werde ich mich nicht nur auf die 10er beschränken, sondern auch den einen 9er mit besprechen. Keine Sorge, ich weiß, sehr löblich von mir auf jeden Fall. Und genau, freut euch drauf. Alle Stahlschiffe unten, ihr kennt es, sind wieder Timesteps. Und ich glaube, ich werde das Video zwei teilen, weil das dann doch ziemlich viele Schiffe sind. Also, wenn man mal kurz zählt: 4, 8, 10, 12 Schiffe, 6 Schiffe in einem Video. Ich würde mal sagen, das reicht an Informationsfluss. Und wünsche euch viel Spaß, wie gesagt, bei dem Video. Und ja, unten werdet ihr die Schiffe dann eingeblendet sehen. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach wieder diese Reihenfolge hier durch. Und dann haben wir ein bisschen Variation drin von den Schiffen her. Und deswegen jetzt viel Spaß und ja, legen wir mal los. Nochmal ein Nachtrag, ich habe mich jetzt anders entschieden. Ich werde die vier Schlachtschiffe, den Carrier und das U-Boot in einem Video packen und die Kreuzer und die Zerstörer in ein anderes. Dann hat man doch ein bisschen so schiffsklassenmäßig das aufgeteilt. Das bedeutet, heute kommt Shiki ran, Mecklenburg, Incomparable, Bourgogne, FDR und Gato. Und jetzt würde ich mal sagen, legen wir aber wirklich los und gucken uns doch mal an, was uns so Wargamer Informationen vorlegt. Also, Shikishima. Guter Torpedoschutz, Verkürzungsdurchmesser, Voraussetzungsschadensbegrenzungsteam. Sie hat ein sehr hohes Kaliber. Das bedeutet, dass die großkalibrige Kaliber verhindert, dass AP-Granaten an Panzerung mit 35 mm oder weniger Stärke abprallen. Batteriegranaten haben eine hohe Panzerungsschlagkraft, hohe Feuerreichweite, hohe Feuerrate, hohe Schussgenauigkeit, geringer Schaden pro Salve, geringe Turmdrehgeschwindigkeit. Und ihr habt eine gute Secondary. Das stimmt tatsächlich. Geringe Geschwindigkeit und geringe Manövrierbarkeit auch noch. Ja, Shiki. Was macht dieses Schiff aus? Also. Leider haben wir jetzt hier wieder keine Hintergrundmusik. Egal, ich beeile mich. Genau, es ist ein Yamato. Also der Rumpf ist Yamato. Technisch ist es derselbe Rumpf. Und das bedeutet auch mit denselben Schwächen. Ich würde mal sagen, damit fangen wir schon mal direkt an. Die Zitadelle liegt sehr weit über dem Wasser, 410 mm. Ist zwar eine gute Panzerung, aber sie kann trotzdem sehr, sehr leicht gepennt werden, auch von manchen Kreuzern. Minda Petro hat es, wie gesagt, schon mal angekuppelt hinbekommen, das Ding auf 17 Kilometern zu pennen, seitlich. Deswegen, das ist durchaus eine Schwäche. Eine weitere Schwäche ist auch noch hier vorne die Zitadelle. Man kann den Yamato sehr leicht mit hochkalibrigen Geschützen, also vor allem Schlachtschiffe, können der Yamato sehr leicht durch den Rumpf zittern. Wenn sie ungefähr so unter 10 Kilometer an ihr dran stehen, ist das hier butterweich für die Schiffe. Weil die Zitadelle so nach vorne geformt ist und hier auch nicht mehr so viel Panzerung hat, ist sie dort leider sehr, sehr einfach zu pennen. Ansonsten habt ihr immerhin 50 mm an weiten Teilen des Rumpfes. Das bedeutet, HE hat jetzt nicht so ein leichtes Spiel. Auch die Aufbauten an sich sind jetzt nicht ganz so groß. Vor allem frontal sind sie sehr, sehr klein. Trotzdem, das ist halt leider nicht so vorteilhaft, weil ihr halt diesen schwachen Rumpf habt, sage ich mal. Und ja, ansonsten hat sie die typischen Yamato-Überlebensfähigkeiten. Sie hat relativ viel Leben, hat einen sehr guten Torpedoschutz. Also Torpedos sind jetzt nicht so das Problem. Die Artillerie. Also, das Herzstück ist hier, wie genauso wie bei der Yamato, auch die Hauptbatterie auf jeden Fall. 510 mm Türme mit einem richtig geilen Sound. Das haben sie sehr gut hinbekommen, meiner Meinung nach. 27 Sekunden lang das Ding nach. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist eine Katastrophe. Das nervt mich immer wieder bei Yamato. Euer Schiff dreht schneller, als sich die Türme manchmal drehen. Das ist sehr, sehr anstrengend. Trotzdem, diese Geschosse sind saupräzise. Mit dem Ding zieht das zu schießen auf Großentfernungen ist sehr, sehr einfach. Auf jeden Fall, sie hat eine sehr geile Präzision. Präziser als die Satsuma, also das Superschiff. Trotzdem muss ich sagen, ich ziehe eine Satsuma diesem Schiff vor. Warum? Weil die Satsuma theoretisch gesehen umsonst ist quasi. Also ihr halt Creditpunkte braucht, ihr braucht die Stahl. Stahl ist viel wertvoller als Creditpunkte. Und eine Satsuma ist deswegen sehr viel leichter zu erfahren als eine Shikishima. Und hat halt einen Turm mehr sogar. Klar, es ist ein Stufe 11 Schiff oder Superschiff, nennt es wie ihr wollt. Und sie ist auch weniger präzise, hat allerdings auch diese F-Fähigkeit mit vier Türmen. Macht dann doch nochmal einiges aus. Klar, die Schiffe unterscheiden sich trotzdem. Hier auf jeden Fall auch die Secondary, auch wenn die Satsuma auch eine ähnliche Secondary hat, aber egal. Und ja, deswegen, ich finde, seitdem Satsuma draußen ist, ist das Schiff ein bisschen sinnlos. Trotzdem hat sie noch durchaus ihre Daseinsberechtigung, weil es eben eine Yamato ist, die viel präziser ist, die sehr, sehr geil ist von der Präzision her und ein sehr geiles Kaliber hat.
Aber halt Durrgan-Syndrom. Sie hat nur 6 Türme, 6 Rohre in 3 Türmen. Hat halt nur 6 Geschosse. Trotz ihrer Präzision heißt das halt nicht immer, dass alles ankommt. Ansonsten, die Secondary hat einen sehr guten Pen. 30 mm haben die 100 mm Türme. Die großen haben immer noch 26 mm. Das ist tatsächlich ein Schiff, was man durchaus auf Secondary spielen könnte. Würde es euch eher trotzdem nicht empfehlen, weil die Hauptbatterie halt viel zu stark ist. Trotzdem, zum Beispiel, wenn ihr wisst, ihr seid jetzt im Ranked unterwegs, wo jetzt nicht so viele Schiffe dabei sind, kann man das durchaus machen, die auf Secondary zu skillen. Auch die ein oder anderen Zerstörer könnt es sehr überraschen, weil diese Secondary macht wirklich guten Schaden, weil es eben die 100mm Türme sind und nicht die 127er wie auf der Yamato. Ansonsten, wie gesagt, hohe Feuerreichweite der Hauptbatterie auch noch. Der Luftschlag ist leider auch, glaube ich, sehr bescheiden. Ne, mittlerweile haben sie ihn angepasst. Früher hatte sie 6 Kilometer, jetzt hat sie 11. Immerhin. Flugabwehr ist aufgrund der 100mm Türme ganz gut sogar. Trotzdem, auch hier wieder wie die Yamato, ist sie anfällig gegenüber Flugabwehrangriffen. Aber aufgrund der 100mm Türme ist das nicht ganz so schlimm. Genau, ansonsten Manövrierbarkeit, auch hier alles typisch Yamato. 27 Knoten ist sehr langsam. Fast der langsamste Zehner, jetzt mal abgesehen von der Vermont. Wenderadius ist in Ordnung, aber die Rührstätte ist jetzt auch nicht so dolle. Auch die Verborgenheit ist jetzt auch nicht so geil. Kurzum, Schiff ist cool für alle, die sowieso so eine Sniper-Schlachtschiffe lieben und auch sowas wie die Yamato zum Beispiel sowieso schon gerne fahren, ist das ein ideales Schiff. Trotzdem finde ich sie halt ein bisschen sinnlos aufgrund der Zerstörer. Machen wir weiter mit einem tatsächlich mal guten deutschen Schlachtschiff, der Mecklenburg. Also, gut geschützt gegen Sprenggranaten, gut geschützte Zitadelle, Bugpanzerungsgürtel verfügbar, geringer TP-Vorrat, geringer Torpedoschutz. Hoher Schaden pro Minute, hohe Schussgenauigkeit, hohe Turmdrehgeschwindigkeit, hohe Feuerrate, aber leider nicht so gute Abwehrgranaten und auch ein Richtwinkel der Hauptgeschütze ist wie typisch bei deutschen Schlachtschiffen bescheiden. Aber allerdings auch, wie hier, typisch deutsch, sehr gute Secondary auf jeden Fall. Ihr habt Torps, ihr habt nebenso Abwehrfeuer, gute Manövrierbarkeit, hohe Geschwindigkeit, aber keine Hydro leider. Sehr, sehr ärgerlich an der Stelle. Mecklenburg ist auch ein Sniper-Schlachtschiff, würde ich sagen. Bleibt auf Entfernungen. Ihr habt 22 Kilometer Reichweite, was sehr gut ist, auf jeden Fall. Aber kommen wir erstmal zur Panzerung. Wie die typisch deutschen Schlachtschiffe habt ihr hier einen schönen Bugpanzerungsgürtel. Ihr seid relativ gut geschützt gegen Sprenggranaten aufgrund eurer Deckspanzerung, aber ihr habt sehr große Aufbauten, die halt sehr prädestiniert sind, HE-Granaten zu fressen. Das ist äußerst, äußerst suboptimal. Frontal sind ja auch hier die Aufbauten jetzt nicht so riesig, aufgrund allerdings auch der fetten Türme. Wenn die Türme ein bisschen dünner sind, sieht das auch schon wieder anders aus. Deswegen, sie ist zum Teil gut geschützt gegen Sprenggranaten, aber zum Teil auch nicht. Wie gesagt, diese riesigen Aufbauten seitlich, die sind dann doch sehr leicht zu pennen, auch wenn man gerne, mir ist es schon mehrmals passiert, durch die Schornsteine hier durchschießt, aber trotzdem ist es halt eine sehr hohe Trefferfläche, wo HE sehr gut pennen kann und euch sehr viel Schaden reindrücken kann. Ansonsten hat sie trotzdem ähnliche Probleme wie die deutschen Schlachtschiffe. Auf Wasserlinie hat sie eine sehr gute Panzerung auf jeden Fall. Auch im Nahkampf ist die Panzerung in Ordnung. Auch wenn 350mm jetzt nicht ganz so viel ist, weil es eher ein kleineres Schlachtschiff hier ist. Aber der horizontale Panzerschutz, also wenn die Granaten von oben einschlagen, ist wie so oft nicht so dolle. Auch wenn eine Zitadelle relativ klein ist in der Schiffsmitte, habt ihr da trotzdem Probleme auf jeden Fall. Und auch sonst, wenn ein Schiff sehr nah dran ist, aufgrund der 350mm nur, könnt euch auch durchaus Granaten so in die Zitadelle einschlagen. Trotzdem, für Nahkampf ist das ein gutes Panzerungssystem, auf Entfernungen ist es eher nicht so gut. Auch sonst, eure Türme haben nicht so viel Panzerung, die können relativ leicht rausgeschossen werden. Es kann passieren, relativ leicht ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber es kann passieren. Kommen wir allerdings zu diesen Hauptgeschützen. 26 Sekunden Nachladezeit, ihr habt 4 Fehlingstürme mit 305mm. Sehr, sehr geile Türme. Wirklich sehr präzise auch. Auch wenn eure AP nicht so einen hohen Pen hat, aufgrund des geringen Kalibers, macht sie dennoch sehr viel Schaden, weil viele Geschosse einfach in die Aufbauten brettern. Auch HE-technisch seid ihr gut dabei, auch wenn der HE-Schaden ein bisschen gering ist. Trotzdem habt ihr halt einen hohen Pen und natürlich auch eine gute Brandwahrscheinlichkeit. Alleine schon bei 16 Rohren ist das sowieso gegeben. Deswegen, beide Munitionstypen sind auf jeden Fall zu gebrauchen. Beide Munitionstypen machen ordentlichen Schaden pro Salve, auch aufgrund dessen, dass ihr nur 26 Sekunden nachladet, also Stock. Sogar nur ist das sehr, sehr geil. Auch sonst, eure Turmdrehgeschwindigkeit ist einfach 30 Sekunden, aber doppelt so schnell wie die der Chikishima beispielsweise. Deswegen, vielseitiges Schlachtschiff, aber bleibt auf Entfernungen. Ihr habt nämlich nicht so viel Leben, 85.000 nur, und eure Torpedoschutz mit 20% ist auch sehr, sehr bescheiden. Aber ihr habt Torpedos. Ey, immerhin. Es sind zwar nur 6 Kilometer Torps, aber im Gegensatz zu den Kreuzern, wo sie ja wirklich absolut sinnlos sind, sind sie hier meistens auch absolut sinnlos, aber als Schlachtschiff finde ich es dann doch immerhin ganz cool, dass man wenigstens Torps hat.
6 Kilometer Tops, es ist in Ordnung, aber es sind halt auch wieder diese deutschen Tops, die halt keinen Schaden machen. Eine gute Wassereinbruchswahrscheinlichkeit haben, aber gut, was interessiert den Gegner das, wenn er es eh direkt löschen kann, weil es nur ein Torbwerfer ist pro Seite. Ja, wenn ihr sie mal anbringen könnt, ist schön, ihr habt sie dabei, immerhin, mein Gott. Ansonsten auch eure Secondary. Ich würde sie nicht auf Secondary spielen. Auch wenn die Secondary sehr gut ist, also von den Werten her, aber ihr habt zu wenig Geschütze. Ihr habt nur 6 Türme pro Seite, das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Ihr habt doch keine hochkalibrigen Türme, das ist jetzt nicht immer schlecht, aber trotzdem, es sind zu wenig Türme, es geht sich auf Hauptbatterie, auf Überlebensfähigkeit, dann habt ihr ein gutes Schiff, eure Hauptbewaffnung lädt eh schnell genug nach und es sind so viele Molen, dass das quasi eine Secondary fast schon ist. Deswegen spielt das Schiff nicht auf Secondary. Hiermit solltet ihr wirklich weit weg bleiben. Flugabwehr ist erstaunlich gut für ein deutsches Schlachtschiff. 6 Kilometer fängt es an zu schießen. Das ist sehr angenehm. Ihr habt ein defensives Flugabwehrfeuer. Das Schiff kann durchaus guten Flugabwehrschaden machen. Sie ist jetzt nicht so riesig, also von der Länge her, ist aber halt typisch deutsch relativ breit. Deswegen sie dann doch ein gutes Angriffsziel ist für Flugzeuge, aufgrund ihrer Breite halt auch einfach. Aber trotzdem, die Flugabwehr ist nicht ganz sinnlos. Relativ fix, 33 Knoten fast, oder 32,5, mit Signal wird sie darüber hinauskommen. Venderas ist für so ein relativ kleines Schlachtschiff sehr hebig, ist sehr ähnliche Werte wie mit der Yamato oder Shikishima. Trotzdem, sie ist relativ fix, das ist schon mal ganz praktisch. Verborgenheit ist halt auch typisch deutsch nicht so gut. Ist halt schade, dass sie keine Hydro hat und auch nicht so einen guten Torpedoschutz, weshalb sie dann doch sehr anfällig ist gegenüber Torpedos, da müsst ihr halt einfach aufpassen. Trotzdem, ein Sniper-Schlachtschiff, ein sehr gutes deutsches Schlachtschiff, meiner Meinung nach, das mit der Schliefen, auch wenn die Schliefen halt sehr situationsbedingt ist, mit das beste deutsche Schlachtschiff im Spiel, also auf Stufe 10, weil sie halt auch einfach mal gut Schaden die ganze Zeit mit der Hauptbatterie performt. Sie performt über die Hauptbatterie und das macht sie wirklich sehr, sehr gut. Machen wir weiter mit der lieben Gato, einem interessanten U-Boot, ein absolut interessantem U-Boot. Also, alternative Torps mit hoher Reichweite. Schnelle akustische zielsuchende Torps, Torpedos verursachen hohen Schaden, akustische zielsuchende Torps mit geringer Reichweite. Schnelles Aufladen der Tauchkapazität, geringe Tauchkapazität, hohe Geschwindigkeit auf dem Wasser, Zögern zu Verwasser 3, verbesserte Ruderanlage. Pardon. Geringe Geschwindigkeit unter Wasser, lange Ruderstellzeit, lange Tiefenruderstellzeit. Cooles U-Boot. Sehr starkes U-Boot. Kurz noch ein kurzer Hinweis. Es gibt Coupons für Ressourcenschiffe, die erneuern sich immer alle halbe Jahre. Der nächste kommt am 5.12. Ihr seht es in quasi 2 Wochen. Shit, ey, in 2 Wochen ist schon fast Nikolaus. Eieiei, Leute, die Zeit rennt. Und kauft Stahlschiffe am besten immer mit so einem Coupon. Deswegen nicht wundern, ich habe 34.000 Stahl. Ich könnte mir ja jedes Schiff gerade kaufen, aber ich warte auf den Coupon. Und die Lauria fehlt einfach noch. Aber egal, Gato. Genau. Gut, panzerungstechnisch, oh Wunder, nichts Besonderes, auch wenn sie hier 25 mm hat, das ist schon besonders für ein U-Boot, aber trotzdem irrelevant. Sie hat gut Lebenspunkte, 20.000, das ist ein super Wert für U-Boote. Sie hat sogar ein Secondary-Geschütz, vergiss das. Sonar, ja, wäre ich nichts zu sagen, ist halt ein Sonar, hätte ich aus, werde die eh kaum benutzen, aus folgendem Grund. Die Torpedos, also wie auch bei der Balor, dem normalen amerikanischen Zehner, wenn das hier eine Klasse Feuer ist, Garde und Balor sind nicht dieselben U-Boote, also nicht dieselbe Klasse, aber sie sind schon sehr ähnlich. Ihr habt auch hier 6 Torpedowerfer am Bug und 4 am Heck, also sehr viele Torpedos auf jeden Fall zur Verfügung. Ich mag es sehr, wenn man Heck-Torpedos hat, finde ich immer wieder geil. Allerdings laden sie nicht alle gleichzeitig nach, das ist sehr ärgerlich, immer erst die Hälfte, also 3 und 2. Dafür halt relativ schnell, also 55 Sekunden, ihr habt relativ fix hier die Torpedos. Und ja, folgendes Problem allerdings. Wenn ihr auf die gelenkten Torpedos steht, also mit den Sonarping, ist das nicht euer U-Boot. Ihr habt nur 6 Kilometer Reichweite damit. Diese Torpedos sind eher dafür da, um euch gegen andere U-Boote zu verteidigen oder um dann halt vielleicht doch nochmal irgendwie, falls ihr merkt, ihr trifft die ganze Zeit nichts oder einen schnellen Zerstörer oder sowas, dann nutzt die gelenkten Torps. Mit 6 Kilometer Reichweite werdet ihr sie eh kaum einsetzen. Wenn ihr mit 6 Kilometern an einem gegnerischen Schiff dran seid, relativ früh, dann seid ihr eh meistens tot, wenn ihr diese Torpedos einsetzen müsst. Trotzdem, sie sind relativ schnell, das ist schon mal ganz geil. Also meistens treffen sie dann auch, wenn sie abgefeuert werden, eben aufgrund ihres Speeds. Aber machen halt auch, wie gesagt, nicht so viel Schaden. Aber was dieses U-Boot so besonders macht, sind die normalen Torps. Es sind nämlich mehr oder weniger die Gearing-Torps, sogar mit ein bisschen mehr Schaden, meiner Meinung nach. 66 Knoten ist jetzt natürlich nicht so schnell, gehen auch relativ früh auf, aber sie haben jetzt 16,5 Kilometer Reichweite. Das bedeutet, ihr könnt das Ding ein bisschen wie ein Zerstörer spielen, aber was das vor allem so stark macht, ist,
das Shotgun mit diesem U-Boot. Shotgun ist, wie gesagt, ihr taucht auf oder auf Periskoptiefe und schießt die normalen Torpedos in den Gegner rein. Das kann man auch sehr gut mit deutschen U-Booten machen. Das Geile ist, aufgrund dessen, dass diese Torpedos so viel Schaden machen, ist das U-Boot darin sehr, sehr stark. Und vor allem, ihr habt auch noch Hecktorpedos. Das bedeutet, ihr könnt das Schiff durchtauchen und den Arsch nochmal benutzen. Und da auch nochmal sehr viel Schaden zu verursachen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Macht wirklich, wirklich viel Damage. Ja, man muss es aber können. Das U-Boot ist mit das Schwierigste im Game. Das ist sehr, sehr schwer zu spielen. Aufgrund dessen, dass eure einzige Bewaffnung eigentlich so gesehen nur die ungelenkten Torpedos sind, müsst ihr halt mit Tops klarkommen. Trotzdem, das Schadenspotenzial ist sehr, sehr hoch davon. Und ja, es ist geil. Also ihr spielt sie mehr wie ein Zerstörer und taucht halt nur in bestimmten Momenten ab. Ihr habt zwar eigentlich eine ganz gute Tauchkapazität, aber halt trotzdem nur 4 Minuten. Das ist nicht ganz so viel. Das reicht aber alle Male. Ihr seid eh unter Wasser nicht so schnell. Wenn man mal guckt, 17 Knoten nur über Wasser, erreicht ihr 34 Knoten. Ihr merkt es schon, ihr seid eh die ganze Zeit über Wasser. Habt auch 5,8 Kilometer Spotrange, das ist ein guter Wert. Damit könnt ihr den meisten Zerstörern noch entgehen und dann eh schnell abtauchen. Deswegen, das U-Boot ist auf jeden Fall nice. Wenn man es gut kann, ist sie eines der stärksten U-Boote im Spiel. Dieses Shotgun ist sehr, sehr ätzend. Aber man muss es halt können. Und ihr habt halt auch nur 6 Torpedos nach vorne maximal. Das ist natürlich sehr viel weniger als eigentlich alle Zerstörer so ziemlich, die Torpedos abfeuern. Also, die Torp-Zerstörer sind. Und ja, trotzdem, wenn man es kann, sehr stark. Aber man muss es halt wirklich gut können. Machen wir weiter mit der Franklin D. Roosevelt. Oh, dieser Carrier. Oh, ich freue mich. Ich liebe diesen Flugzeugträger. Ich weiß, es ist ein bisschen gehässig, aber ich liebe diesen Flugzeugträger. Ihr seht schon, das ist ein sehr, sehr langer Text. Ah ja, ganz kurz noch. Sorry, nochmal kurz zu Gato auch. Verbrauchsmaterialien. U-Boot-Überwachung wird halt nur 6 Kilometer Reichweite haben. Dieses verbesserte Ruderanlage ist ganz praktisch, damit könnt ihr sehr schnell tauchen und halt auch sehr schnell die Höhe ändern. Das bedeutet, wenn ihr dann doch merkt, oh shit, ich gehe auf oder fuck, da ist irgendwas auf einmal da, aktiviert diese Fähigkeit und taucht schnell runter. Sehr praktisch in Notsituationen. Gut, FDR. Also. Es steht eigentlich das Gleiche überall da. Also so ziemlich. Also alle Flugzeuge verursachen sehr schweren Schaden. Richtig. Alle Flugzeuge haben einen sehr großen TP-Vorrat. Auch richtig. Große Anzahl an Flugzeugen an Deck. Auch richtig. Jedes Flugzeug trägt zahlreiche Raketen. Jedes Flugzeug trägt 4 Torpedos. Also sehr viele Torpedos. Jedes Flugzeug, wo steht's hier? Ja gut, okay. Hier steht's natürlich nicht, dass viele Bomben haben, aber egal. Das Ding ist, zu diesen Flugzeugen, sie halten alle unnormal viel aus. Es sind verdammt viele Flugzeuge, die pro Staffel angreifen. Dazu kommen wir dann gleich. Sie sind alle verdammt langsam. Trotzdem greifen sie auch mit extrem hohen Massen an. Ihr habt Sprengraketen, ihr habt Torpedobomber und Sprengbomben. Und ich würde mal sagen, gucken wir uns das Schiff im Hafen an. Die habe ich ja tatsächlich, die FDR. Es ist einer der nervtötendsten Träger im Spiel. Sie ist richtig, richtig schlimm. Na, wo bist du, meine Hübsche? Da. So, kurz nochmal zum Schiff. Das Geile ist, ihr habt dieses gepanzerte Flugdeck, weshalb ihr auf Entfernungen nicht so verwundbar seid und da vieles abprallt. Es ist immer noch ein Carrier, aber gepanzertes Flugdeck ist immer positiv hervorzuheben. Ja gut, Lebenspunkte technisch und so weiter, alles relativ normal. Artillerie, ihr habt viele Secondary-Geschütze, die können euch manchmal durchaus gegen Zerstörer den Arsch retten. Ihr seid überall gut damit ausgestattet. Sind jetzt aber natürlich nicht kein Secondary-Träger. Flugabwehr ist typisch amerikanisch sehr, sehr stark. Generische Carrier werden viele Flugzeuge verlieren, wenn sie anfliegen. Vor allem auf mittlere Entfernungen, die 40 mm sind und bleiben Biester in diesem Spiel. Also hier die Bofors. Und deswegen da sehr, sehr gefährlich. Das ist übrigens das Schwesterschiff der Midway. Ich frage mich, ob sie noch die Coral Seal reinbringen. Die ist nicht das dritte Schiff der Midway-Klasse gewesen. Und die fehlt halt noch. We will see. Bin da wirklich sehr gespannt. Sie ist relativ fix, immerhin fast 35 Knoten, aber typisch Carrier, gigantischer Wende raus von 1,2 Kilometer. 15,4 Kilometer Spotrange ist auch in Ordnung. Gut. Was macht dieses Schiff jetzt so besonders? Wie gesagt, seine Flugzeuge. Erst einmal, hier im Warships ist sie mit Prototypen bestückt, die leider nie über dieses Stadium hinauskamen. Ihr seht also, Doppelpropeller vorne aufgrund des sehr, sehr starken Motors. Das müsste ein Pratt & Whitney 2800 so und so Motor gewesen sein und man brauchte, um die Kraft überhaupt auf das Flugzeug übertragen zu können, Doppelpropeller. Deswegen, das Flugzeug gab es wirklich. Das hat sich Wargaming nicht ausgedacht. Die gab es wirklich, die Maschine, aber wie gesagt, das waren nur Prototypen. Hier haben sie jetzt genutzt, um sie halt komplett zu bestücken. Ihr seht, es ist die ganze Zeit dasselbe Flugzeug.
Und ja, sehr cool. Gehen wir alle durch. Also, Schlachtflugzeuge, wie gesagt, sehr viel Leben. Es greifen, bei jeder Staffel greifen immer 2 Flugzeuge an, aber ihr habt auch bei jeder Staffel 14 Flugzeuge in der Staffel. Also 7 Angriffe. 7 Angriffe, die ihr tätigen könnt. Und das ist kein Scherz. Aufgrund der Lebenspunkte könnt ihr eigentlich, sofern ihr nur als ein Schiff angreift, außer es ist jetzt wirklich ein Flakmonster, meistens sogar 6 Angriffe fliegen. Das ist schon sehr, sehr anstrengend auf jeden Fall. Die Schlachtflugzeuge haben sehr viele Raketen an Bord, 26 Stück an der Zahl. Das ist, also ein Flugzeug hat 26 Raketen an Bord. Wenn man sich das mal jetzt kurz durchrechnet, theoretisch der Schaden, wenn sie alle pennen würden. 26 mal 2 sind, genau. 26 mal 2 sind ja 52 Raketen. Und wenn man das jetzt mal 1650 rechnet, ist dieser Schaden hier möglich. Das ist natürlich gespiegelt, weil die Kamera gespiegelt ist. Pardon. 85.800 Damage ist machbar. Mit einem Anflug. Mit 2 Flugzeugen. So viel Schaden macht ihr nie. Ihr macht damit im Schnitt 10.000 Schaden. Weil die Raketen haben 32 mm Pen. Es sind verdammt viele, die fliegen ja nicht alle wie ein Laserpunkt auf ein Ziel, sondern das ist ein riesiger, das ist wie eine Schrotflinte, die da rauskommt. Trotzdem, ihr könnt, vor allem wenn ihr bereitstehende Schiffe anfliegt, damit sehr viel Schaden verursachen. Gegen Zerstörer sind die nicht so gut, weil die schießen ewig. Schwerflugzeuge schießen immer mit dem Maschinengewehr, bevor sie angreifen. Hier ist das auch so und es dauert ewig, bis sie schießen. Die müssten sehr weit vorhalten, deswegen sind die sehr suboptimal gegen Zerstörer einzusetzen. Trotzdem gegen Kreuzer vor allem macht und auch gegen Schlachtschiffe, auf die ihr aufbaut, macht das wirklich, wirklich sehr viel Schaden. Und es brennt eigentlich oft, weil zwar nur 6%, aber es sind halt sehr viele Raketen. Folgendes Problem nur mit allen Staffeln. Wenn ihr angreift, steht das hier? Nachdem ihr angegriffen habt, gibt es ja immer so einen kleinen Countdown. Bei den meisten Carriern fällt das nicht auf, dieser Countdown. Hier allerdings schon. Hier gibt es nämlich folgendes Problem. Die Flugzeuge haben zwischen ihren Angriffen laden sie nach, ja so gesehen. Also ich greife mit einem Teil der Staffel an und dann ist ja wie gesagt so ein kleiner Countdown. Hier beträgt dieser Countdown über 20 Sekunden. Das bedeutet, ihr fliegt eigentlich wieder weg, um dann wieder anzufliegen. Da muss man ein bisschen üben mit. Das ist gewöhnungsbedürftig, weil es hat kein anderer Carrier. Entweder greifen sie alle sofort an oder die Ladezeit beträgt maximal 10 Sekunden oder sowas. Aber mit 20 Sekunden ist das halt schon sehr happig. Aufgrund dessen, dass ihr halt auch so langsam seid, ihr seid wirklich langsam, es sind mit die langsamsten Flugzeuge im Spiel, fliegt ihr halt auch wieder raus, um dann halt wieder anzugreifen und ihr schickt die Staffel nicht zurück. Ihr verschwendet halt so gesehen sehr viel Zeit leider. Es ist so, weil halt diese 20 Sekunden immer dazwischen sind. Aber das ist natürlich auch nervtötend, weil dann halt ewig auch ein Schiff aufmacht die ganze Zeit und darüber fliegt. Wie gesagt, euch werden kaum Flugzeuge abgeschossen. Trotzdem, dieser Carrier erfordert viel Übung. Es ist wirklich viel Übung, auch damit zu treffen, vor allem mit den Schlachtflugzeugen, weil sie eben zu lange nachladen. Auch die Torpedobomber sind auch sehr geil. Da kommen 8 Torpedos mit 4200 Schaden an. Als Maximum. Das ist halt ein riesiger Teppich, der da ankommt. Wenn alle 8 treffen, ist das eine sehr, sehr böse Salve, die meistens in die 20.000, 30.000 Schaden reingeht und meistens auch ein Wassereinbruch dabei ist bei 8 Torpedos. Deswegen sehr, sehr geil auch. Aber auch hier wieder, sie sind noch langsamer als die Schlachtflugzeuge. Sie haben aber auch hier noch mehr Leben. Sie haben keinen Heal. Es wäre auch absolut OP, wenn die einen Heal hätten, weil die halten eh schon so viel aus. Auch hier, wenn ihr breiten ein Schiff trefft, ist das sehr, sehr viel Schaden. Aber auch hier sehr lange Zeit zwischen den Reload. Eure Bomber sind eure beste Waffe gegen Zerstörer, wenn ihr sie mal einsetzen müsst. Es sind 8 Bomben mit 10.600 Maximalschaden. Auch hier habt ihr wieder über 80.000 Damage, der möglich ist. Es ist ein Bombenteppich, es sind keine Dive-Bomber, sondern es ist horizontal. Und da müsst ihr auch gut vorhalten, weil die echt lange fliegen, aber hiermit könnt ihr Zerstörer noch ganz gut treffen und ihr könnt damit Zerstörer auch one-hitten. Trotzdem, ein guter Zerstörerfahrer wird da vielen Bomben ausweichen, nicht allen oft, aber vielen trotzdem. Aber das ist eure beste Waffe gegen Zerstörer mit diesem Carrier, aber sie ist auch nicht optimal. Es ist kein guter DD-Hunter. Aber es ist ein guter DD-Spotter, weil die Flugzeuge eben zu viel aushalten und es so viele sind. Trotzdem auch hier, die Bomben haben 63 mm Pen, 65% Brandwahrscheinlichkeit bei 8 Bomben. Da brennt eigentlich immer irgendwas, vor allem wenn ihr ein Schlachtschiff richtig schön drin habt und die droppt. Das ist extrem viel Schaden. Und dann fliegt halt nochmal an, die haben nochmal mehr Lebenspunkte. Ich habe sie so geskillt, aber trotzdem. Das ist halt wirklich die ganze Zeit einfach viel Schaden. Es ist sehr viel Schaden pro Drop.
Aber ihr fliegt halt auch sehr lange an und ihr habt sehr viel Zeit zwischen den Drops. Deswegen braucht ihr auch diesen Schaden, um überhaupt Schaden zu machen. Aber halt eure Angriffe müssen auch sitzen deswegen. Hier ist nicht so, oh schade, jetzt habe ich daneben geschossen, in 5 Sekunden kann ich nochmal machen. Nee, ihr investiert sehr viel Zeit in die Angriffe, weshalb die wirklich sitzen müssen. Ihr müsst es können. Wenn ihr es noch nicht so gut könnt, übt es ein bisschen in Korbgefechten, dann kriegt ihr das Verhalten der Flugzeuge auch drauf. Also das ist wirklich kein Anfänger-Carrier, das ist ein fortgeschrittener Carrier, aber dann werdet ihr mit sehr viel Scham belohnt. So habe ich sie ausgerüstet. Aufgrund des Speeds, die Geschwindigkeit der zurückkehrenden Flugzeugstaffeln hier erhöht, ist absolut nötig. Motorboost auch absolut nötig. Hier habe ich die Torpedobomber-Geschwindigkeit erhöht, also die Torpedo-Geschwindigkeit an sich, weil selbst mit dem Update sind sie nur 39 Knoten schnell, das halt echt, echt wenig ist. Und ja, da braucht ihr das einfach. Ansonsten hier den Bomberlehm erhöht, weil sie halt übers Schiff rüberfliegen müssen, um die Bomben zu droppen. Die anderen beiden Flugzeuge können davor schon ihre Angriffe starten und ausführen, allerdings die Bomber fliegen übers Schiff drüber. Also sie sind am stärksten dem Flugabwehrfeuer ausgesetzt, deswegen sind alle hier mehr Lehm bekommen. Ansonsten halt hier, ist ja klar, Flugzeugüberwachungsmodus und hier auch klar, Speed, Lehm haben sie mehr als genug. Deswegen noch, die wären noch langsamer, wenn ich das nicht drin hätte. Kapitänstechnisch ist er auch so geskillt, das ist zwar auch der Midway-Kapitän, aber das stört nicht meiner Meinung nach. Ich finde, sie ist so ganz gut geskillt, das hier könnte man wirklich reinmachen auch, aber ich mag die Sachen hier, vor allem das mit der Brandwahrscheinlichkeit, das ist halt nochmal sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und hier, dass sie nochmal mehr Leben haben, hier auch nochmal Motorboost rein. Man könnte es auch wirklich ein bisschen anders skillen, ein bisschen mehr auf Speed, zum Beispiel die Ladezeit runter machen vom Motorboost. Oder, und halt hier auch Brandwahrscheinlichkeit könnte man durchaus rausmachen und vielleicht sowas hier noch rein. Gibt es Variationen, aber so finde ich sie eigentlich ganz gut geskillt und ja. Also kein Anfänger-Carrier, aber ein sehr, sehr starker Chance-Carrier auf jeden Fall. Machen wir weiter mit der Incomparable. Einem sehr, sehr geilen Schlachtschiff. Einem sehr, sehr geilen Schlachtschiff. Gucken wir uns erstmal an, was Wargaming dazu sagt. Also, Incomp, wie sie auch so gern genannt wird. Super hier, aber kein Lehm, keine Panzerung, kein Torpedoschutz. AB-Granaten verursachen extrem hohen Schaden, auch hier wieder, selbst Kaliber wie die Shiki, also nicht ganz, aber fast. Hohe Schussgenauigkeit, hohe Turnungsgeschwindigkeit, geringe Feuerreichweite, oh ja, das können wir noch, ja, Torps, wupp, wupp. Hohe Geschwindigkeit, hohe Schussbeschleunigung, Motorboost, oh, geringe Manövrierbarkeit, geringe Erkennbarkeit und der hat eine Hydro. Sehr, sehr besonderes Schiff, sehr, sehr lustiges Schiff. Wo ist er denn? Hallo, wo bist du? Da. Das Schiff ist ein einziges Meme. Wenn es eine Glaskanone im Spiel gibt, dann ist sie das da. Das hier ist die Glaskanone im Spiel. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Glaskanon. Wirklich. Also, es gibt keine andere Glaskanone. Warum? Erkläre ich euch jetzt. Sieht auch so lustig aus, dieses Schiff. Es ist so ein Erster Weltkriegsschiff. Man sieht es so hart am Design. Panzerungstechnisch eine Katastrophe. Wenn man den Torpedoschutz wegnimmt. Die Zitadelle legt ihr direkt am Panzerungsgürtel. Ihr fresst sau viele Zitas. Ihr habt null Zitadellenpanzerung auch. Sie liegt auch ein bisschen über dem Wasser. Die gute alte britische Krankheit. Ihr habt eine sehr lange Zitadelle, weil das Schiff halt auch einfach so abartig lang ist. Und der Turm so weit hinten liegt, der dritte, also der Heckturm. Ihr werdet sehr viele Zitas Breitseiten fressen. Ansonsten auch, ihr habt sehr lange Aufbauten. Von nach vorne sind sie natürlich sehr schmal, aber auch der Bug hat halt auch nur 25 mm. Da ist keine Panzerung. Das Deck hat immerhin 51 mm, aber ihr habt natürlich diese Aufbauten trotzdem drin, die halt sehr viel HE-Schaden fressen werden. Lebenspunkte technisch, ihr habt nur 70.000 Leben, 14% Torpedoschutz. Ihr fresst einfach wirklich sehr, sehr viel Schaden. Ihr fresst sehr, sehr viel Schaden. Was ich bei der Mecklenburg vergessen habe zu erwähnen, ist der Richtwinkel der Türme. Hier ist er sehr gut. Also hier könnt ihr, der Heckturm hat wirklich, obwohl es nicht so aussieht, aber aufgrund dessen, dass er halt da so weit hinten liegt, hat er einen sehr guten Winkel nach vorne. Ihr könnt damit wirklich sehr, sehr gut schießen. Secondary, lass mal links liegen. Kommen wir aber zu dieser Hauptbewaffnung auch. Bei mir lädt es jetzt nur auf 24,6 Sekunden nach. Auch hier wieder leider nur 6 Rohre. Deswegen, es kann durchaus mal was daneben gehen. Aber sie ist saupräzise. Sie ist extrem präzise. Leider schon der Wert der maximalen Streuung von unter 200 Metern ist krank. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Reichweite zusammen, weil sie keine Reichweite hat. Trotzdem, dazu komme ich gleich. Das Schiff ist saupräzise. Und diese AP-Granaten machen fast 21.000 Schaden. Sie fliegen zwar sehr lange, aber trotzdem, diese AP-Granaten scheppern rein. Ihr macht immer Schaden. Ich hatte letztens 3 Pens nur. Also keine Overpens, keine Zitas oder so, sondern nur 3 Pens. Und das waren irgendwie 26.000 Schaden oder so.
mit 3 Treffern gerade mal. Einfach bam bam, 26.000 Schaden und das alle 24 Sekunden. Dieses Schiff macht abartig viel Schaden. Es macht immer Schaden eigentlich, wenn ihr trifft. Und die trifft immer, weil ihr sehr präzise seid. Auch wenn die Schüsse lange fliegen, bei der Reichweite ist es aber nicht so schlimm. Ihr habt halt leider dafür nur 17,6 Kilometer Reichweite. Ist wirklich suboptimal. Da müsst ihr wirklich, wirklich gut mitarbeiten, euch gut positionieren. Trotzdem, auch die Türme drehen sehr schnell. Und auch mit der Nachladezeit hätte sie eine höhere Reichweite, wäre sie auch ein bisschen zu stark. Sehr, sehr geil. Aber zur Range komme ich später auch nochmal. Also diese Hauptbewaffnung performt richtig gut. Richtig gut. Sie macht extrem viel Schaden. Ihr habt auch noch Torpedos, die im Gegensatz zu Mecklenburg nicht ganz so sinnlos sind. 10 Kilometer, ein bisschen mehr Schaden immerhin auch. 4 Linkswerfer hinten am Heck mehr oder weniger. Einzelabwurfoption, glaube ich. Ja doch, sie hat Einzelabwurfoption, sehr lustig. Und deswegen gute Torpedowerfer, 10 Kilometer, man kann sie für was benutzen. Flugabwehr ist aufgrund des Ersten Weltkriegs eigentlich an sich ganz in Ordnung, weil sie es auch ein bisschen noch der modernere Kriegszeit angepasst haben. Hier sind Bofors-Geschütze. Das hier, das ist Vickers, aber trotzdem eigentlich gab es sie nicht nach dem Ersten Weltkrieg. Es ist so ein Schlachtkreuzer in Bofors im Ersten Weltkrieg. Trotzdem, Flugabwehr ist in Ordnung, aber ihr seid eh sehr klein, also sehr schmal, sehr lang, aber sehr schmal. Also ihr seid auch nicht so ein perfektes Ziel für Carrier, weil ihr auch sehr gut ausweichen könnt. Aufgrund dessen, dass ihr so schnell seid, schwieriges Ziel, trotzdem habt ihr den Flugabwehr. Eure Höchstgeschwindigkeit beträgt ohne Motorboost fast 35 Knoten, aber eure Wenderadius, aufgrund dessen, dass dieses Längenbreitenverhältnis eine Katastrophe ist, die ist halt extrem lang gezogen und wirkt halt sehr, also sie lässt sich halt kaum im Wasser halt drehen aufgrund ihrer Länge. Deswegen hat sie auch über einen Kilometer einen Wenderadius. 1160 Meter, das erreichen sonst Flugzeugträger gerade mal. Sehr, 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 sehr große Wenderadius. Sehr, sehr problematisch. Aber kommen wir zu einer weiteren lächerlichen Sache dieses Schiffs. 10,6 Kilometer Tarnwert. 10,6. 10,6. Ihr könnt euch so gut in Positionen bringen und dann Breitseiten auf nichts ahnende Gegner abschießen. Allein schon sowas wie eine Stalingrad, die 14 Kilometer früher aufgeht oder Moskwa oder auch andere Schlachtschiffe. Ihr könnt euch locker um die herum manövrieren. Ihr könnt fast ungesehen torpen mit 10 Kilometer Reichweite auf einem Schlachtschiff. Das ist lächerlich. 10,6, ihr könnt saugut euch manövrieren. Vor allem seid ihr auch noch schnell. Das bedeutet, wenn ihr merkt, oh shit, hier ist Stress, hört ihr einfach auf zu schießen und geht nur noch bei 10,6 Kilometern auf. Sowieso, wenn ihr dann aufgeht und im Schiff vor euch ist, es weiß, shit, ich werde extrem viel Schaden fressen. Ihr zwar auch, weil ihr keine Panzerung habt, aber trotzdem, diese Granaten verursachen dann halt extrem viel Schaden. Dann haben sie auch nicht mehr so eine lange Flugzeit. Extrem geil. Wirklich sau, sau nice. Auch die Verbrauchsbatterien sind sehr, sehr praktisch. Super Heal, der euch leider oft nicht so viel bringt, weil ihr halt oft Zitas frisst. Trotzdem, ihr habt ihn. Sehr geil. Ihr könnt damit über 32.000 Lebenspunkte heilen. Sehr angenehm. Also über die Hälfte. Ihr könnt die Hälfte des Schiffes heilen. Motorboost, der sehr lange hält. Auch sehr nice. Immerhin eine Nahbereichshydro, die braucht ihr auch, weil ihr halt wirklich einen katastrophalen Wenderadius habt. Seht ihr die Torps früher? Immerhin, man hat sie. Und was sehr geil ist, ihr habt ein Aufklärungsflugzeug. Nutzt das auf jeden Fall am Anfang der Runde, damit ihr, da habt ihr ungefähr 21 Kilometer Feuerreichweite. Dann fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Später sind die Schiffe eh näher dran, aber ihr seid, es ist auch die ganze Zeit ein Ritt mit dem Feuer. Wenn ihr zu nah dran seid, frisst ihr zu viel Schaden. Wenn ihr zu weit weg seid, macht ihr keinen Schaden. Da hilft das Aufklärungsflugzeug. Ansonsten ausgerüstet natürlich als Sofortbatterie und typisch Schlachtschiff, ihr kennt's. Zack, zack, zack. Auch wenn hier wirklich das Steuergetriebe auch Sinn macht, aber ich habe Schadensbegrenzungsteam drin. Und ansonsten natürlich Reload hier nochmal erhöht. Man kann auch die Feuerschalter erhöhen, aber ich habe den Reload lieber verringert, weil ihr habt das Aufklärungsflugzeug. Das reicht eigentlich. Geskillt, super schwere AP-Granaten, dadurch kommt dieser Schaden überhaupt zustande. Außerdem, dafür brenne ich allerdings länger, aber ist jetzt auch nicht so wild. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich noch wahrscheinlich das hier reinmachen, damit die Vorbereitungszeit der Verbrauchsdatereien geringer wird, weil hier lohnt es sich auf jeden Fall. Das hier macht aber auch Sinn, allerdings das hier auch, obwohl, na, das macht nicht so viel Sinn, weil ihr eh wahrscheinlich nur AP schießt. Und also ich werde wahrscheinlich das hier reinmachen. Das hier allerdings auch, weil ihr nicht so viel Panzerung habt. Deswegen bei den Einzelskills gibt es wirklich einige, die sich lohnen durchaus. Und ja, so ist sie geskillt. So habt ihr ein super Schiff, ein sehr, sehr geiles Schiff. Incomparable, macht wirklich viel Spaß. So. Kommt zum letzten Schiff. Das ist geil. Ich will euch mal kurz was zeigen. Ihr seht hier, wenn ihr so rüber geht, habt ihr eine kurze Zusammenfassung auch immer. Ich lese euch immer die lange vor, aber ihr habt hier eine kurze. Ihr seht, manchmal gibt es oft sehr viele grüne Punkte und auch hier und da rote Punkte.
So, auch hier bei den ganzen Schiffen. Jetzt gehe ich auf die Bourgogne. Zack, alles grün. Dieses Schiff ist krank. Hier sind jetzt zwar ein paar rote Punkte, aber halt auch wirklich nicht viele. Gute Schütze Zita, guter Torpedoschutz, geringer TP-Vorrat, geringer Schutz gegen Sprenggranaten. Ihr habt einen Reload-Booster, hohe Feuerreichweite, aber einen geringen Pen, was meiner Meinung nach ein bisschen Bullshit ist, aber egal. Ihr habt eine gute Secondary theoretisch auch und Motorboost. Die legendäre Bourgogne. Jetzt fragen sich eine. Es ist an sich, es ist eine Alsace, also der Neuner der Franzosen, das Neuner Schlachtschiff der Franzosen auf Stufe 10. Hä? Absoluter Bullshit. Was soll denn das? Was soll ich mit einem Neuner auf Stufe 10? Die Bourgogne ist und bleibt eines der stärksten Schlachtschiffe im Spiel. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Sie ist extrem, extrem stark. Panzerung. Immerhin 32 mm. Türme sind gut gepanzert. Die Aufbauten liefern euch kaum, also frontal kaum Angriffsfläche. Auch seitlich sind sie nicht so riesig. Ihr habt zwar zwei große Türme, aber die liegen relativ weit auseinander. Das ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man hier durchschießt. Und ihr habt auch nicht so nur es ist okay. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Trotzdem, ihr könnt von hochkalibrigen Sprenggranaten könnt ihr sehr gut gepennt werden, weil ihr nirgends so 50 mm habt, aber es ist nicht so eine Vollkatastrophe auf jeden Fall. Ihr habt aber halt aufgrund dessen, dass es an sich eigentlich ein Neuner ist, nur 75.000 Lebenspunkte knapp. Der Torpedoschutz ist aber sehr gut mit 44%, habt den super Torpedoschutz. Auch sonst, typisch französisch, die Zita ist sehr gut geschützt. Ihr habt den Torpedoschutz, dann habt ihr nochmal eine Lage, Panzerung erst einmal. Oh, denn hier unten kommt erst die Zita, die halt sehr im Schiffsinneren liegt, was es sehr viel unwahrscheinlicher macht, dass eine AP-Granate bis dahin kommt. Man kann trotzdem manchmal Zitas fressen, auch im Nahkampf, aber ihr wollt gegen diese Schiffe nicht in den Nahkampf kommen, glaubt mir. Trotzdem, sie hat wirklich, die Zitadelle ist in Ordnung geschützt. Wirklich, es passt. Es ist wirklich in Ordnung. Kommen wir zu dieser Hauptbewaffnung. Ihr habt 12 83 mm Rohre in drei Türmen. Die laden von sich aus schon 24,6 Sekunden nach. Die Tonnenzeit ist in Ordnung auf jeden Fall. Die Präzision ist nicht ganz so dolle, die ist wirklich scheiße. 24,8 Kilometer haben wir auch Feuerreichweite. Damit könnt ihr auch sehr gut arbeiten. Eine sehr gute HE, die wirklich guten Schaden verursacht, guten Pen hat, gute Brandwahrscheinlichkeit. Also HE mit dem Schiffsspam macht durchaus auch Sinn, aber diese AP. Ich frage mich, was Wargaming hat. Ich schieße mit dem Schiff sehr oft AP, auch auf große Entfernungen. Und sie pennt gut. Dafür, dass es nur 83 mm sind, pennt sie wirklich, wirklich gut. Es sind viele Momente, die da anfliegen. Sie machen wirklich guten Schaden mit fast 12.000 pro Mol Maximum Schaden. Ist das sehr, sehr ordentlich. Auch seitlich sonst. Ihr scheppert sehr viel Schaden rein. Das Gute ist, da hier das Kaliber nicht so riesig ist, overpennen sie nicht so oft. Das bedeutet, ihr habt sehr viele Pens und da kommt ihr trotzdem pro Salve auf sehr viel Schaden. Aufgrund auch dessen eurer Nachladegeschwindigkeit und eurer vielen Geschütze. Sonst, die Secondary an sich hat wirklich eine gute Reichweite, aber der Pen ist scheiße, ich spiele sie nicht auf Secondary. Man kann es machen, aber ich tue es nicht. Flugabwehr ist ordentlich, wie es typisch ist für französische Schiffe, aber jetzt auch nicht überragend. Geschwindigkeit, auch wie typisch französische Schiffe, ist gut. 33,6 Knoten, sie ist relativ wendig, 910 Meter ist in Ordnung auf jeden Fall. Das passt. Verborgen mit 13,2 Kilometer ist auch sehr gut. Was dieses Schiff aber vor allem so stark macht, die Hauptbatterie performt wirklich gut, ist einmal das Auto. Das Auto macht dieses Schiff richtig stark. Ich finde es halt geil, dass sie da ein Auto hat. Leider ist es mit dem Gefecht nicht drauf. Finde ich sehr schade. Aber hier steht einfach so ein cooler, alter, keine Ahnung, ist das ein Citroën, Peugeot? Ich weiß es nicht. Ein cooles, altes, rotes Auto steht einfach daneben. Keine Ahnung, wieso. Das müsst ihr die Wargaming-Entwickler fragen. Das Schiff mit dem Auto. Was macht die Kiste aber so extrem stark? Sind die Verbrauchsmaterialien. Ihr habt einmal Motorboost mit 15% mehr. Das ist ein ordentlicher Wert. Der hält sehr lange, lädt extrem kurz nach. Ihr habt einen Reload-Booster. Ihr habt einen Hauptbatterie-Reload-Booster. Ihr ladet dann nur noch 12 Sekunden nach. Vor allem dieses Kaliber gegen Kreuzer. Sie löscht Kreuzer aus. Wenn da 12 bis 8 Momente ankommen, die auf jeden Fall wahrscheinlich nicht overpennen werden, immer noch gut genug einen Penner, um in die Zitadelle einzuschlagen, da ist er mal ganz schnell 40.000, 50.000 dem weg vom Kreuzer. Und wenn er immer noch Breitseite zeigt, zündet ihr einen Reload-Booster und ladet halt nur noch 12 Sekunden nach. Und der hält 20 Sekunden, dieser Reload-Booster. Das ist so geisteskrank geil. Und auch sonst, wenn ihr HE zum Beispiel schießt und der löscht den Brand, Reload-Booster, neue HE-Salbe rein, brennt er zwei, dreimal, schon wieder. Auch sonst im Nahkampf, Reload-Booster rein, scheppert ihm die AP rein und so weiter.
Sonst habt ihr noch auch hier jetzt, die mit der wirklichen Ordnung ist. Ihr habt eine gute, kompakte Panzerung, meiner Meinung nach immer noch, aber halt sehr wenig Leben. Nutzt die Heals sinnvoll, nutzt die Reload-Booster auf jeden Fall, bevor ihr sie nicht nutzt, nutzt sie lieber. Bei Motorboost kommt die schnell überall hin und so weiter. Ihr könnt auch sehr gut pushen mit dem Schiff aufgrund des Motorboosts, kommt schnell auf Position, wo ihr hin wollt. Und aufgrund dieses Reload-Boosters ist sie halt einfach wirklich extrem stark. Ansonsten habe ich das hier halt drin, damit der Reload-Booster noch schneller nachlädt. Tonregelgeschwindigkeit, das hier finde ich schwachsinnig. Bullshit. Und dann halt hier alles auf Überlebensfähigkeit und hier natürlich auf Adrenalinrausch und Bewaffnung halt. Einfach wirklich ein sehr, sehr starkes Schiff. Bougonia ist und bleibt ein wirklich, wirklich krankes Schlachtschiff. Aufgrund des Reload-Boosters, sie ist ein sehr ofter Pick im CW, vor allem wenn die 457mm Schlachtschiffe gesperrt sind. Bougonia ist ein sehr, sehr starkes Schlachtschiff. Sie ist ein sehr, sehr starkes Schlachtschiff. Aber ihr habt wenig Leben und müsst schon vorsichtig sein. Bleibt am Anfang weit weg. Aber aufgrund des Reload-Boosters und der schnellen Turmdrehgeschwindigkeit ist sie im Nahkampf ein Biest. Auf jeden Fall auch. Und scheppert euch extrem für Scham rein. Bougonia ist ein extrem starkes Schlachtschiff. Wirklich. Ja. Das waren sie. Gebt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Shiki, wie gesagt, sehr präzise, geile Geschütze. Allerdings, aufgrund des Hatsuma finde ich es ein bisschen sinnlos, auch wenn sie immer noch unterschiedlich ist, aufgrund auch ihrer Präzision. Aber als Hatsuma kriegt man halt einen Shiki mit einem Turm mehr oder weniger. Wenn man die Yamato allerdings mag, ist das ein gutes Schiff auf jeden Fall. Mecklenburg, auch hier sehr geiles deutsches Schlachtschiff. Kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Guter Sniper, endlich mal ein deutsches Schlachtschiff, was sehr gut mit der Hauptbewaffnung performt. Sehr starker Schaden pro Salve, aufgrund dessen, dass ihr halt viele Rohre habt. Schnelle Nachladezeit, leider keine Hydro, damit müsst ihr leben. Trotzdem gutes, kompaktes Schlachtschiff auf jeden Fall. Und ja, kann ich nur empfehlen. Aber auch hier, ähnlich wie bei der Bougonia und der Comparable, sehr wenig Leben. Gato, sehr starkes U-Boot, wenn man Shotgun kann, wenn man damit umgehen kann, wenn man Torpedos umgehen kann. Gut, das ist bei U-Booten sowieso gesetzt, aber ihr habt keine gelenkten Torps, ihr müsst mit den anderen sehr gut... Also ihr habt gelenkte Torps, aber halt nur mit 6 Kilometer. Ihr müsst gut mit U-Booten klarkommen. Trotzdem sehr, sehr starkes U-Boot. Wenn man es kann, ist sie absolut ätzend. Weil sie halt auch so schnell über Wasser ist mit 34 Knoten. Aber sehr schwierig zu spielen. Aber auch trotzdem sehr hoher Ertrag möglich. FDR, extrem ätzender Flugzeugträger. Einfach nur die Flugzeuge verrecken bei einfach nicht. Sie machen extrem viel Schaden pro Angriff. Allerdings erfordern die Angriffe durchaus Skill. Ihr braucht auch sehr lange zwischen den Angriffen. Hier steht es auch nochmal, lange Intervalle zwischen den Staffelangriffen. Ihr seid sehr langsam, eure Angriffe müssen sitzen. Nur was für Flugzeugträger-Experten. Dann erwartet euch aber sehr viel Gegenliebe, sehr viel Output auch wieder. Incomparable, Abwehrgranaten prallen nicht ab. Auch hier wieder sehr hohes Kaliber, genauso wie bei der Shikishima. Shikishima und Comparable haben einen sehr geilen Gunsound auch. Das Schiff hat alles in Comparable, würde ich mal sagen, außer halt Leben und Manövrierbarkeit und Feuerreichweite. Das sind schon drei Sachen. Aber trotzdem, sie macht einfach wirklich extrem viel Schaden. Sie macht immer Schaden, sie ist unnormal präzise und das mit dem Kaliber ist schon sehr, sehr geil. Trotzdem 70.000 Lebenspunkte, weniger als die Stalingrad hier beispielsweise, ist schon sehr happig. Damit muss man klarkommen. Bougonia, eines der stärksten Schiffe im Spiel. Kaum Nachteile, außer vielleicht die geringen Lebenspunkte, würde ich mal sagen. Trotzdem, sie performt extrem gut mit ihrer Hauptbatterie. Der Reload Booster ist einfach, da macht sie zum Biest. Trotzdem habt ihr noch einen Motorboost, einen guten Heal. Seid ein sehr kompaktes Schiff, ein sehr, sehr ausbalanciertes Schiff, ein sehr gutes Schiff. Wie gesagt, sie hat kaum Schwächen. Einfach geil. Allgemein kann man sagen, Stahlschiffe sind wirklich nur was für Experten, also oft nur was für Experten. Es gibt hier kaum Anfängerschiffe, würde ich sagen. Die meisten hier sind sehr schwierig. Da, außer jetzt vielleicht sowas wie Shikishima, da habt ihr wirklich eigentlich den Spielstil von der Yamato. Ihr steht hinten und sniped, wie ihr halt lustig seid. Schöner Reim, ich weiß. Der Rest trotzdem sehr, sehr speziell. Aber ja, das war's auch schon. Nächstes Mal kommt die Austin, Z, Ragnar, Plymouth, Vallejo und Stalingrad. Auch alles sehr, sehr interessante Schiffe und ja, von den Schiffen, die ich heute vorgestellt habe, wäre meine einzige eingeschränkte Kaufempfehlung wirklich nur für die Shikishima, weil ich halt finde, dass die Tatsuma halt einfach sehr, sehr ähnlich ist. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Es ging jetzt sehr lange. Ich hoffe mal, ihr könnt mir verzeihen. Wie gesagt, nächstes Mal gibt es die nächsten Stahlschiffe und ja, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Ich freue mich auf nächstes Mal. Tschüssi, schaut euch das Video, da ist alles verlinkt. Ich streame auch bald wieder, versprochen. Ich gebe mir Mühe, wirklich, versprochen. Danke fürs Zusehen, macht's gut.